Warum habe ich Graphit auf dem Dach gesehen? Graphit ist nur im Kern zu finden, wo es als Moderator für den Neutronenfluss dient. Korrekt? Fomin, warum hat der Genosse Schabina auf dem Dach Graphit gesehen? Das ist nicht möglich. Genosse Schabina, ich bitte um Verzeihung, aber Graphit, das ist unmöglich. Vielleicht war es verbrannter Beton. Da schätzen Sie mich falsch ein. Ich weiß vielleicht nicht viel über Kernreaktoren, aber ich weiß viel über Beton. Nun, Genosse, ich versichere Ihnen... Ich verstehe schon. Sie denken, Legasov liegt falsch. Wie sollen wir es beweisen? Das Hochdosis-Dosimeter ist eingetroffen. Wir könnten einen Lastwagen mit Bleipanzern und bringen das Dosimeter vorne an. Ihr Mann soll möglichst nah an das Feuer heranfahren. Geben Sie ihm jeden verfügbaren Schutz, aber wahrscheinlich wird das nicht ausreichen, trotz Bleipanzerung. Dann mache ich es selbst. Gut. Er ist zurück. Das sind nicht drei Röntgen, sondern 15.000. Genosse Schabina. Was bedeutet dieser Wert? Es bedeutet, der Kern liegt offen. Es bedeutet, dass das Feuer, in das wir hier blicken, fast doppelt so viel Strahlung freisetzt wie die Bombe in Hiroshima. Und zwar jede einzelne Stunde, Stunde für Stunde. Vor 20 Stunden war die Explosion, also so viel wie 40 Bomben mittlerweile. Morgen kommen 48 hinzu und das hört nicht auf. Nicht in einer Woche, nicht in einem Monat. Der Reaktor brennt und verteilt sein Gift, bis der ganze Kontinent restlos tot ist. Begleiten Sie die Genossen Brukhanov und Fomin zur örtlichen Parteizentrale. Danke für Ihre Dienste. Genosse. Sie können gehen. Djatlov war verantwortlich. Es war Djatlov!